Hallo, Wut, das ist der Final Boss und ich hoffe, ihr versteht mich gut. Allerdings werde ich mich jetzt muten, damit ihr vielleicht das Spiel besser hört. Die Aliens sind wohl sauer, dass ihr Zeug weg ist. Die haben doch angefangen. Du das? Um dich von diesem Ding zu befreien! Geh uns aus dem Weg, meins! Thank you.
sondern für dich selbst. Du bist eine Last für mich. Du hast ihn uns genommen. Ihn genommen? Wovon zum Teufel redest du? I'm sorry for dying. Du machst das nicht für Pete, sondern für dich selbst! Du bist ein Mist für Pete. Du hast ihn uns genommen! Ihn genommen? Wovon zum Teufel redest du? Warum hat er da jetzt gar nicht einfach den Mund aufgemacht und das ausgespuckt? Hm? Pete?
Bitte durch, Kumpel! Bitte. Nein! Lass ihn in... So oder so, Pete. Nein, 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 wir haben noch Zeit. Nein, haben wir nicht. Er wird sie umbringen. Und danach dich. Heilen wir die Welt, Pete. Zusammen. Bin ich.
geschafft. Ja. Verschaff mir Platz. Keine Ahnung, ob es funktioniert, aber ich versuch's. Schwacher Puls. Wir müssen los. Was hast du getan? Was hast du getan? Es tut mir leid. Ich komme mit, Moment. Es gibt Anzeichen für Hirnaktivität, aber die Chancen, dass er zurückkommt, sind sehr gering. Halten Sie ihn nur am Leben. Geyserraum bereit. Jetzt sofort. In den letzten Jahren haben Tragödien dieser Stadt zugesetzt. Doch irgendwie haben wir weitergemacht. Wir haben Krankheiten, Katastrophen, das Böse bekämpft. Wir sind müde, verängstigt, angespannt, benommen. Haben aber nie die Hoffnung verloren. Die Stadt muss heilen. Wir alle sehnen uns nach Normalität, doch was ist Normalität? Was, wenn sie gar nicht mehr existiert?
In der letzten halben Stunde habe ich erzählt, wie diese Ereignisse mich verändert haben. Aber was ist mit euch? In dieser Dauerreihe werde ich mit Menschen aus der ganzen Stadt über neue Verhaltensweisen, neue Routinen, neue Gedanken und Gefühle sprechen. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diese Reise. Das war Mary Jane Watson und ihr hört The New Normal. Folge 1, fertig. Klasse. Keine Ahnung. Oh, sind die fertig? Gleich. Ich möchte dir erst was zeigen. Okay. Da ist Melasse drin. Lecker, die nehme ich. Danke nochmal für die Spende, Peter. Hast du mit Miles geredet? Noch nicht. Bereit? Miles. Ich wollte mit dir reden. Über etwas. Ich meine, ich habe ja mit dir geredet. Die ganze Zeit. Und es ist toll, zu reden. So viele gute Gespräche. Ich habe nur nicht über das geredet, worüber ich mit dir reden sollte. Pete. Warte, ich fange nochmal an. Ich schaff das. Das alles. Du kannst mal Peter Parker sein. Bist du sicher, es ist eine große Stadt? Ich komm klar. Solange ich dich um Rat fragen kann. Das brauchst du nicht. Jetzt vielleicht nicht. Aber die Zeit wird kommen. Ich bin für dich da. Immer. Großer Bruder. Bis dann. Und das war Marvel's Spider-Man 2. Ich lasse euch noch den Abspann rennen, falls ihn sich wer anschauen will. Sorry. Bin noch nicht so ganz gewöhnt mit der PlayStation-Steuerung, aber ist egal. Viel Spaß.
willst du? Die Spider-Man. Du weißt, wer sie sind. Nicht wahr? Warum? Sie haben meinen Sohn ruiniert. Gut. Wir alle müssen Verluste durchmachen. Sogar du, Norman. Was schreibst du da? Das letzte Kapitel. Hi. Ich hoffe, du hast Hunger. Essen ist fast fertig. Warum zeigst du ihr nicht deinen Aufsatz? Er hat so hart dran gearbeitet. So ein Typ aus Harlem. Er arbeitet viel ehrenamtlich in der Stadt. Hilft seiner Mutter, der Stadträtin, eifert seinem heldenhaften Vater nach. Ja? Hi. Miles, Haley, das ist Albert. Hi, schön, euch kennenzulernen. Oh, und das ist meine Tochter, Cindy. Spider-Girl. New York. Oh, geil, die dummen Ranken sind weg. So.
Ich verabschiede mich aber und sage ciao und bis zum nächsten Video.